Wir kommen jetzt zu unserem kabarettistischen Gast. Es ist ein Freund und Berufskollege von uns und wir freuen uns auf seine Performance. Begrüßen Sie bitte den Lorenz Kaiser. Ich freue mich sehr, wieder bei dieser nationalen Komikershow dabei zu sein. Wie der Oswald Grübel gesagt hat, als er UBS-Chef geworden ist. Nicht, wenn Sie ein bisschen lachen. Ja, ja. Ich habe gerade so pressiert, um nicht zu sparen zu kommen. Mir tut die Liste weh. Wie der Hans-Rudi Merz gesagt hat, als sie ihm den OECD-Brief gezeigt haben. Ich muss gerade zum Anfang kurz korrigieren, wie der Victor mich angesagt hat. Er hat gesagt, Performance mit dem Lorenz Kaiser, das ist es nicht. Da denken Sie, gerade weiss ich was, ich kann Ihnen nur schnell einen guten Abend sagen. Ja, Performance, da stellt man sich vor, dass ich mit einem Helikopter Zigarren verschnetzle. Man muss nicht immer gerade mit dem Helikopter kommen. Es langt, dass die Zigarren wissen, dass man eine Luftwaffe hat. Wie der Per Steinbrück gesagt hat. Nein, gut, ich sehe, Sie sind jetzt vielleicht ein bisschen enttäuscht, haben Sie schon gedacht, Performance, hahaha, und jetzt schnurrt er nur ein bisschen, aber ich meine, Sie sind sich auf dem Gebiet ja Kummer gewöhnt. Ihr Bankberater hat Ihnen vor einem Jahr auch gesagt, wir machen auf dem Depot eine super Performance. Und jetzt sind es minus 85%. Es herrscht da überhaupt eine eigenartige Begriffsverwirrung, fällt mir immer wieder auf. Bei den Flaschen ist das Depot ja das, was man zurückbekommt. Ja, bei der Bank liegt im Gegensatz dazu auf dem Depot das, was sie immer häufiger überhaupt nie mehr zurückbekommen. Jetzt nützt es aber nichts, wenn sie zu ihrer Bank gehen und sagen, ihr seid ja alles Flaschen. Darum geben wir jetzt das zurück, was vor einem Jahr auf meinem Depot war. Da stellt sich dann eher die Frage, ab wie viel Flaschen sagt man eigentlich Botellon? Die momentane Zeit ist eine Zeit der Krise. Wir werden täglich mit schlechten und immer noch schlechteren Nachrichten konfrontiert. Ich finde, es kommt unterdessen auf Details überhaupt nicht mehr darauf an. Sie könnten bei der Tagesschau einfach unten durch so einen Streifen laufen lassen, wo drauf steht, alles wird immer verreckter. Grosse Fragen beschäftigen unsere Gesellschaft. Fragen wie, wer wird nach dem Grübel UBS-Chef? Hat man letzte Woche den Amoklauf von Hans-Rudi Merz voraussehen können? Darf man demente filmen? Gerade die dritte Frage schockiert ja breite Teile der Bevölkerung. Wir sind sie uns gewöhnt. Wir stellen uns die Frage jeden Freitagabend in der Arena. Wer wird nach dem Grübel UBS-Chef? Die Weltwoche weiss es, aber sie schreibt es nicht. Wobei man auch mal sagen darf, die besten Artikel in der Weltwoche sind ja die, wo sie nicht schreibt. Und zusammen mit der Krise stehen ja jetzt auch Sachen, wo wir gedacht haben, wir hätten sie längstens überwunden, plötzlich wieder als Volksplag da. Zum Beispiel die Masern. Oder der Villiger. Nach den Erfahrungen, die man mit ihm bei der Swissair gemacht hat, hat man ihn bei der UBS ja erst dann geholt, wo er definitiv nichts mehr konnte kaputt machen. Ja, und das zeigt doch, dass die Menschheit aus der Geschichte etwas lehrt. Und jetzt räumt er dort ein bisschen Trümmer auf. Ich finde es gut, dass alte Bundesräte... Ja, schauen Sie, die Leute machen ja nichts mehr. Gut, sie haben auch vorher nichts gemacht. Von dem her ist die Umstellung wahrscheinlich nicht allzu gross gewesen. Aber ich finde es sozial richtig, dass alte Leute sich noch mal nützlich vorkommen können. So könnten wir ja auch am Josef Deiss anrufen, er soll die Billag retten. Oder der Ruth Metzler könnte bei uns daheim ein bisschen das Kinderzimmer aufräumen. Das ist ja überhaupt ein ungelöstes Problem mit der Pensioniererei von diesen Bundesräten in der Schweiz. Alleine im letzten Jahr. Nehmen Sie den Sammy Schmid. Der ist ja stückweise gegangen. Zuerst seine Gallenblasen und dann er. Wahrscheinlich hat er sich gesagt, wenn mir da die Gallen nicht mehr kann, ob sie kommen, hat das alles überhaupt keinen Sinn mehr.
Oder der Hans-Rudi Merz, da haben wir im letzten Herbst ja gemeint, er sei definitiv weg vom Fenster. Und dann haben wir uns lang gefragt, ob in seinem Gehirn echt irgendetwas verändert sich. Aber nein, er ist ganz der Alte. Vom Blocher wollen wir gar nicht reden. Der geht und kommt und geht. Es ist wie bei einem leichten Durchfall. Und auch wenn wir von der OECD jetzt auf die schwarze Liste gesetzt werden, ich meine, das kann uns ja nicht wirklich verschrecken. Die Schweiz ist in letzter Zeit so häufig auf dramatischen Listen gestanden. EM08 Gruppen A. Eurovision de la Chanson die letzten 10 Jahre. Nein, es ist Zeit, meine Damen und Herren, dass wir auch in der Krise wieder anfangen, positiv zu denken. Wenn wir ein bisschen aufpassen, kann überhaupt nichts passieren. Wie der Marcel Ospel gesagt hat, wo er auf der Frau Ospel oben gelegen ist. Und jetzt hat er Zwilling. Dankeschön.